in ihrer Armee haben, welche extrem gut gegen Lufteinheiten sind. Allgemein eine sehr, sehr gute Einheit. Also, vor allem mit dem Blink, mit der Transitfähigkeit sind die, wenn die auch noch extrem stark. Die Armee von vorn hat, ich weiß nicht, nennenswerten Schaden gemacht. Ich glaube einfach mal nicht, aber naja. Der Protoss greift hier unten jetzt aber mal an. Also Sokka versucht hier unten die Armee zu zerstören. Und ja, Psystürme bringen die Arbeiter einfach um den nächsten. Und hier kommt jetzt wieder Entity mit seiner Luftwaffe. Und schlägt die ganzen Protoss-Einheiten zurück. Warum wobt er jetzt noch welche ran? Naja, ein hoher Templar für ein paar Psy-Sturm auf den ganzen Einheiten. Ja, der Psy-Sturm sitzt, aber nein, die Banshees fliegen wieder raus. Und ja, also ich glaube nicht, dass sie hier noch groß was machen können. Wobei noch ein, zwei Psy-Sturm überall den ganzen Banshees und sie sind alle tot. Das wäre natürlich ein sehr kritischer Schlag, da Banshees nicht gerade die billigste Einheit sind. Und die zu verlieren wäre halt äußerst unpraktisch. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass der, oder was der Terraner macht, er hält seine Banshees immer auf ganz, ganz wenig Energie, da hohe Templer, sobald Banshees 140 oder plus Energie haben, können sie eine One-Hitten. Was natürlich nicht so der Wahnsinn wäre. Das sieht ja lustig aus hier. Aber naja. Ansonsten ein sehr makro-intensives Spiel hier zurzeit. Hier ist relativ leer schon. Aber er macht trotzdem noch ein paar Arbeiter, das ist auch gut. Also. Er hat jetzt auch schon hier, er hat die Gold eingenommen und er hat hier unten diese Expansion. Und Carriers, bitte Carriers, Carriers. Carriers, ja, sehr gut. Sieht man ja auch hier oben. Und ja, Sturmangriff, also Charge für die Zealots ist auch sehr. Ich liebe Charge Lots, das ist meine absolute Lieblingseinheit. Wunderbar, es macht sehr viel Spaß, die anderen mit anzuschauen. Aber jetzt kommen auch noch Carriers ins Spiel. Ich frage mich nur, wie das effektiv sein soll. Klar, natürlich, die Banshees können nichts gegen die Carriers machen. Aber Vikings sind extrem gut gegen die, weil Vikings einfach so ziemlich die ultimative Anti-Air-Einheit sind. Weiteres Harassment, beziehungsweise Harassment ist es nicht mehr wirklich. Ich glaube, er möchte einfach nur noch die Basis zerstören. Psy-Stürme über den ganzen Einheiten. Ein Hetzer und ein paar Protonenkanonen werden die wahrscheinlich nicht abhalten können. Wie viele Banshees sind das Ganze denn? 10 Banshees, also eine dicke Anzahl an Banshees. Cybernetics Core wird zerstört, wird direkt wieder gebaut und ich glaube auch wieder zerstört. Also das Ganze ist jetzt natürlich ziemlich scheiße für den Protoss hier. Also da können wir jetzt. Das schaut ziemlich schlecht aus, ziemlich, ziemlich schlecht. Also das schaut hier alles sehr, sehr, sehr schlecht für den Protoss aus. Und ja, ich glaube, er wird seine Main hier verlieren. Beziehungsweise er kommt wieder mit seiner Armee. Sie ist aber nicht relativ groß. Also, klar, Vikings sind nicht besonders stark am Boden, aber. Ah, nee, das wird nichts. Vor allem, da die Banshees ja im Hintergrund stehen und alles abhören. Ein Archon warpt hier rein, aber der kann sich nichts gegen das Ganze wehren. Er zieht auch schon seine ganzen Probes weg, konstruiert hier unten Unmengen an Photonenkanonen, um sich zu verteidigen. Aber er wird seine ganzen Tech-Strukturen verlieren, was natürlich nicht so der Wahnsinn ist. Keine High Templars bisher! Aber er beschwört eine ganze Menge Warp-Knoten herein und möchte wahrscheinlich. Hat er irgendwo? Was hat er? Was hat er noch? Er hat nur noch Lufteinheiten. Er kann nur noch Lufteinheiten effektiv produzieren. Er hat seinen Warp-Knoten verloren und er hat seine. Seine High Templar kann er auch nicht mehr produzieren. Ich weiß nicht, Templar-Archive hat er verloren. Das ist alles sehr, sehr, sehr kritisch. Phoenixe kommen hier rein und versuchen zu snipen. Nein, doch nicht. Sie heben lieber die Einheiten an. Und jetzt kommen die Carriers. Und die Carriers werden hier wahrscheinlich nur noch kurz ein bisschen. Killen, was hier so über ist. Ich weiß nicht, kommt der Raven noch weg? Das wäre natürlich eine super. Nein, der Raven haut auch ab. Und der letzte Viking hier unten wird auch noch sterben. Also, das ist eine sehr, sehr, sehr starke, starke Angriffsmacht, was er hier hat. Also, eine sehr, sehr effektive Luftwaffe hier. Er hat ja gerade fast die komplette Basis zerstört. Der Nexus steht zwar noch, aber nicht mehr lange. Und vor allem die Massebasis ist sehr. Aber er hat die ganzen Tech-Strukturen zerstört. Was natürlich nicht so toll ist hier. Erstmal braucht der Protoss wieder einen Cybernetics Core. Baut der überhaupt ein? Oder kann der auch so stalken? Wo hat er seinen Cybernetics Core? Ich sehe so einen Cybernetics Core nicht. Okay, gut. Ah, da hinten, da hinten. Und Templar-Archiv auch wieder da. Also gut, mein Fehler. Macht weiter Träger. Und ja, also. Es scheint, als möchte er jetzt effektiv auf Carriers gehen. Und ja. Ansonsten, der Terraner bleibt weiter bei seiner Luftwaffe. Ich frage mich wirklich, ob das so effektiv ist. Wenn er schon auf pure Lufteinheiten geht, dann sollte er wenigstens Battlecruiser bauen. Das ist einfach nur eine sehr, sehr. Das ist die ultimative Lufteinheit praktisch, meiner Meinung nach.
Und ja, also es sollte auf jeden Fall Battlecruiser bauen. hier unten chillt nur die planetare Festung und die paar Stalker. Es ist, ich weiß, ja, man könnte sagen, dass es eigentlich relativ gut ist, was der hier macht. Beziehungsweise er sollte auf keinen Fall mit irgendwie fünf Stalkers in eine planetare Festung herausfordern. Das schafft er definitiv nicht und das ist Suizid. Also das frage ich mich, was das bringen soll. also Stalkers bringen, nicht Stalkers, Hetzer, nein, boah, tut mir leid. Also Zealots bringen sie jetzt glaube ich auch nicht mehr so viel. Also es soll definitiv zu anderen Einheiten die gehen. High Templar frage ich mich auch, ob die so effektiv sind gegen so viele Lufteinheiten. Also nee, wie viele Vikings sind das? 22 Vikings. Naja. Also, ob das so monstereffektiv ist. Und der arme, arme Hetzer. Boom. Boom ghostet dann immer. Nein. Ansonsten baut unser Protoss hier noch mehr Markknoten. Natürlich, man kann nie genug haben. Aber. Keine, ich würde ihm definitiv nicht anraten, weitere Lufteinheiten zu produzieren. Wie schaut es denn aus mit den Units? 99 Arbeiter! Ja, das ist eine Menge. Wo hat er die denn alle? Hier hat er einige. Aber ja. 99 Arbeiter! Das ist viel. drei Carriers, ansonsten nicht so eine große Armee. Also, Terraner ist ihm definitiv mit der Armee voraus. Hauptsächlich hat er extrem viele Vikings. Aber ich glaube nicht, dass er hier sonderlich viel machen kann. Er ist in einer sehr schlechten Position. Wegen dem Chokepoint hier an der Rampe. Ja, wobei, natürlich, ihr könnt ihn einfach überrennen mit der puren Masse. Und ja, also, er wird jetzt wahrscheinlich einfach die Expansion hier töten, einfach pur überrennen durch seine Masse. In der Zwischenzeit greift der Protoss hier die planetare Festung an und nimmt die Gold aus. Das ist natürlich nicht so, das ist eigentlich ziemlich kacke für den Terraner. Da er bisher doch, also hier laufen, gehen ihm die Mineralien aus, hier hat er schon gar keine mehr. Hier oben werden sie auch wahrscheinlich demnächst knapp und hier unten hat er wenig. Also Protoss ist definitiv mit dem Basen voraus, vor allem da er jetzt ja die Gold hier verloren hat. Aber die Vikings gehen hier weiter und ein Psy-Sturm auf allen Vikings. Extrem gutes Psy-Stürme. Noch mehr, ja, alle Vikings sind wenigstens im Game, bis auf ein paar wenige. Und ja, noch ein paar Psy-Stürme. Sehr effektive Psy-Stürme. Also, wunderbar, wunderbar. Eine Banshee lebt noch. Ist hier noch irgendwo ein Observer? Ja, aber die kann ja nicht so viel machen. Ich meine, im Endeffekt kann der. Ja, okay, Cloak ist aus. Keine Energie mehr. Ansonsten wird, ja, er wird jetzt, wenn er jetzt hier unten auch noch die planetare Festung hier zerstört, das Ganze natürlich nochmal. Wäre sehr, sehr, sehr effektiv. Da er dann den Terraner auf nur zwei Basen gezwungen hat, da ich einfach ausgehe, dass er diese hier nicht sehr lange halten wird. Ich frage mich eben, warum er hier gebaut hat, statt da. Also diese Basis gibt meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Das ist auf der Protoss-Seite und sehr schlecht für ihn zu verteidigen. Er hat auf der anderen Seite der Karte von seiner Main-Basis gebaut. Das ist, gefällt mir überhaupt nicht. Also, nee. Nichts gut. Und ja, hier kommt auch schon wieder der Trupp, der alle Arbeit ja zumindest vom Minen- oder vom Mineralienabbau und abhalten wird. ansonsten hat der Protoss hier überall so kleine Stoßtrupps. Und ein Träger mit irgendwie nur drei Interzeptoren, also er soll definitiv noch ein paar bauen. Aber, ja, also ich frag mich, der Protoss spielt irgendwie sehr, sehr defensiv. Also er versucht, seine Mal, er hat hier auch schon alles leer, aber er hat 4700 Mineralien, also das ist eine ganze Menge. Er versucht jetzt die Expansion und die Explosion hier zum Laufen zu bringen, also er wird diese jetzt auf jeden Fall zurückerobern. Sollte er auch nicht. Und, ja, also das wird wahrscheinlich kritisch. Er soll ja Bau-Interzeptoren, Mann. Und hier kommt die ganze Luftwaffe vom Terraner, geht hier in die Basis rein, während der Protoss unten beschäftigt ist. Bauen, oder ne, bauen, nehmen den Nexus auseinander. Aber hier sind eigentlich keine nennenswerten Tech-Strukturen mehr. Zirkel des Zwielichts kann man ruhig zerstören, das bringt eh nichts. Der hat eh schon alle Upgrades erforscht, die man erforschen haben will. Und, also das ist natürlich nicht so, jetzt nicht so cool für den Terraner. Ja, für den Protoss, aber es ist auch nicht das Schlimmste jetzt. Wie viele Observer baut der denn? Ein Mothership ist auf dem Weg, ein Mothership. Ah, ich liebe Mothership. Mothership ist eine Klasse. Aber ich finde, der
Tyrannas, es gefällt mir überhaupt nicht, was er hier macht. Klar, viele Vikings sind gut, damit man seine Luftdominanz halten kann. Aber der Protoss. Ja gut, der Protoss geht eigentlich auf Lufteinheiten. Er baut ein Mothership, er baut noch mehr Träger. Was natürlich auch nicht so gut wäre, aber gut ist, aber. Trotzdem ist. Er sollte definitiv, wenn er schon auf so viele Lufteinheiten geht, wenigstens ein paar Battlecruiser bauen. Ne? Battlecruiser einfach nur eine extrem gute Einheit sind. Vor allem, um mit den Carriers zu killen, dass sie dann einfach nur mit ihrem Nuke, also mit ihrem komischen Zauber da, ich weiß nicht, wie er heißt. Wie heißt er denn? Egal, mit dem Zauber von ihm können sie dann die Carriers abballern und das wäre dann natürlich auch sehr, sehr praktisch. Aber ich glaube, er kann sich Battlecruisers nicht leisten, da diese eine Armee hier ist auch sehr teuer. Eine ganze Menge Ravens. Acht Starports. Das ist unglaublich. Ich frage mich, was er damit erreichen will. Also. Er soll definitiv wenigstens irgendwelche Einheiten aus dem Bracken. Ja, natürlich. Ghosts, auf jeden Fall. Ghosts sind extrem wichtig gegen Protoss, dass sie einfach die Schilde runterballern, wenigstens. Und die hohen Templer können dann auch keinen Psy-Sturm mehr machen. Also. Ich glaube, es kommt ein großes Battle. Die ganzen Vikings sind gelandet und die Terraner-Armee, zumindest, doch, die Terraner-Armee ist auch da. Die Protoss-Armee ist auch da. Und ja, hier sehen wir schon, die Stalker blinken alle rein. Psy-Stürme auf allen Banshees! Wie viel Schaden schaffen es, die Psy-Stürme zu verursachen? Die ganzen Vikings hilft nur ab und versuchen oder fokussen die Träger runter. Die PDDs schaffen, also machen die Hetzer eigentlich ziemlich nutzlos. Ich weiß jetzt nicht, wer diesen Kampf jetzt gewonnen hat. Eigentlich haben sich alle frühzeitig zurückgezogen, meiner Meinung nach. Die ganzen Observers werden abgeschossen. Ja. Wie schaut's denn aus mit dem Mothership? Mothership ist fertig. Wo ist das Mothership? Mothership. Mothership, wo ist Mothership? Ich sehe das Mothership nicht. Ich will das Mothership sehen. Naja, whatever. Der Protoss hat hier alles vollgepflastert mit Photonenkanonen. Ist natürlich besonders gut gegen die ganzen Lufteinheiten. Also gegen normale Einheiten keine Photonenkanonen, aber gegen Lufteinheiten, klar. Die ganzen Vikings sind am Boden. Das sind die Psy-Stürme natürlich besonders effektiv gegen die. Und der Protoss fordert den Kampf heraus. Und ein Super-EMP auf allen Einheiten. Die ganzen Schilde sind verloren. Und ja, also das hier ist jetzt einfach nur noch kurzes Cleanup. Der Protoss hat hier gerade seine ganze Armee verloren, das ist natürlich nicht so der Wahnsinn. Der eine Archon versucht abzuhauen, der Pylon wird hier auch definitiv. Ah, er wurde noch gecancelt, wenigstens das. Das Mothership ist da, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mothership ist da. Ich frage mich nur, wie lange das Spiel hier noch dauern wird, aber. Natürlich, SCVs reparieren alle Einheiten. Das ist natürlich der Vorteil von den ganzen Fluganhalten, das sind alles Mech. Kann man alle reparieren. Aber wenigstens ein paar Bio-Einheiten finde ich klasse. Oder wie gesagt, Battlecruiser. Also, bei so vielen Einheiten, bau doch bitte Battlecruisers. So. Also, schöner Scan. Ja, sehr effektiver Scan. Er hat das Mothership gesehen, das er bisher noch nicht gesehen hatte. Deswegen. Und hier kommt jetzt wohl ein ziemlich dicker Kampf. Der Protoss hat aber nicht so viele Einheiten. Oh, ein super Vortex auf alles. Alle Einheiten wurden da reingesaugt. Ich glaube, der Terraner hat die im Endeffekt dann auch noch selber reingesaugt. Und ja, wenn die Einheiten dann wieder rauskommen, werden wahrscheinlich eine ganze Menge Psy-Stürme auf denen landen. Das könnte jetzt schlimm werden. Und ja, sehr schöne Psy-Stürme, sehr schön zerstören alles. Der Archon, 15 Kills hat alles zerstört. Und ja, seine ganze Armee, das dauert noch nicht. Ich glaube, das ist jetzt GG. Ja, so very, very broken. GG. Ah, broken würde ich jetzt nicht wirklich sagen, aber es ist natürlich stark. Aber das Mothership ist halt auch so ziemlich die ultimative Einheit. Also nicht die, aber sie ist ziemlich stark und sehr teuer und braucht sehr lange, bis man sie hat. Aber als Terraner würde ich mich jetzt nicht darüber beschweren, dass irgendwas immer ist. Einfach mal, um das so zu sagen. Aber naja, das ist so viel zu meinem ersten StarCraft 2 Commentary. Ich weiß jetzt nicht, ob es so gut war, aber wenn es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar, abonniert mich, das ist, darüber freue ich mich immer sehr gerne oder sehr viel. Und ja, also, das war's von mir für heute und ja. Ciao, Leute.